Der Farm verläuft bis zu diesem Pfahl dort drüben und zieht sich in einem großen Bogen da hinten herum. Auf dieser Seite soll nächstes Jahr eine neue Plantage entstehen. Das hatte meine Tante vor 2 Monaten so entschieden. Schade, dass sie das nicht mehr erlebt. Sie hat dieses Land so sehr geliebt. Er rennt uns sonst weg. Wahrscheinlich haben Wilderer seine Mutter erschossen. Die sind längst über alle Berge. Allein kann er hier nie überleben. Wir müssen ihn wohl mitnehmen. Glauben Sie, dass das Löwenbaby eine Chance hat? Können wir ihn behalten? Sie glauben also, dass er eine Chance hat? Hier bekommt jeder eine neue Chance. Hm? Ja, guten Morgen, Saskia. Na, geht's dir heute schon besser? Mhm. Ja. Na, das sieht man ja. Du bist doch ganz brav, dass du den Verband ranlässt. So, jetzt geh wieder zur Mama und pass schön auf deinen Bären auf. Ja, ich habe Ihre Kostenaufstellung für Februar bekommen. Mhm. Ja, natürlich. Ich werde mich persönlich drum kümmern. Nein, selbstverständlich. Sie haben mein Wort. Danke. Ja? Es ist alles in Ordnung. Selbstverständlich. Okay. Auf Wiederhören. Wäre das nicht was für uns? Du hast einen Fax aus Kapstadt bekommen von einem Anwalt. Kannst du dich an eine Emmy de Klerk erinnern? Sie muss einmal deine Patientin gewesen sein. Emmy de Klerk? Ja, ich glaube, die war mit einer Reisegruppe aus Südafrika hier bei uns in Deutschland. Ich habe sie damals kurzfristig operiert. Das war eine ziemlich komplizierte Geschichte. Also auf jeden Fall hast du ihr so sehr geholfen, dass sie dich in ihrem Erbe bedacht hat. Was mich bedacht? Ja, und was bekomme ich? Einen Diamanten aus Kimberley? Ach, keine Witze. Es käme uns mehr als gelegen. Also, wenn ich mich recht erinnere, sah Madame de Klerk nicht sehr wohlhabend aus. Ich garantiere dir, die Erbschaft würde die Weiterreise nicht lohnen. Gut, dann nicht. Apropos Reise. Wir beide ersticken doch in letzter Zeit förmlich in Arbeit. Meinst du nicht, wir sollten uns mal eine Auszeit gönnen? Nur wir zwei. In so einer Bucht. Markus, ich habe den Kopf im Moment nicht frei. In einer Stunde kommt Dr. Brauner von der Intramed. Ja, da muss ich ja wohl nicht unbedingt dabei sein. Bitte? Es geht um den Anbau der Klinik. Die Intramed hat uns einen sehr günstigen Kredit in Aussicht gestellt. Ohne Hintergedanken? Hör dir Herrn Brauner in Ruhe an. Nur wenn du dir in Ruhe diesen Prospekt ansiehst. Versprochen. Für die Vermessung der Farm hätte ich bestimmt 2 Tage gebraucht. Vielen Dank. Nichts zu danken. Wir sehen uns zur Testamentseröffnung wieder. Ich melde mich, sobald die Formalitäten erledigt sind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was ist denn los, Ruben? Das Löwenbaby will nicht fressen und deshalb ist er traurig. Genie! Ach, Zeit, das Ruben! Kommt mal her! Kommt schon! Na komm, worauf wartest du? Komm schon! Na komm, komm mit! Kommt schon, kommt! Kommt und seht euch das an! Denkst du, er wird es schaffen? Seine Chancen steigen mit jedem Schluck. Er trinkt, Mami, schau, er trinkt. Wird er jetzt am Leben bleiben? Ja, mein Liebling, jetzt hat er es geschafft. Und was sind das hier für Räume? Das ist die Kernspintomographie und hier ist dann der erweiterte Wartebereich für die Patienten, hier die Reha-Abteilung. Das gefällt mir sehr. Oh. Ach, entschuldigen Sie mich bitte. Ein Kurier hat gerade das neue Modell unseres Architekten gebracht. Hm? Was ist das denn? Ich brauche eine Klinikerweiterung, kein Luxushotel. Markus, der Konkurrenzkampf ist sehr groß. Wir müssen unseren Patienten etwas bieten. Aber das hier übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten. Dann müssen wir eben einen Gang zulegen und härter arbeiten. Und noch weniger Zeit füreinander haben. Ach, ja.
ist das Kapstadt oder nicht? Hast doch wie angegossen. Ja, also, ich nehme dieses und dieses, das auch, das und ja, das. So. Aber wissen Sie, etwas fehlt noch. Das gewisse etwas. Leid, aber es hat im OP ein bisschen länger gedauert. Was gibt's denn? Herr Brauner hat uns ein sehr interessantes Angebot gemacht. Die Entramed bietet uns für unseren Anbau einen zinsfreien Kredit über 750.000 Euro an. Das ist genau die Summe, die uns noch fehlt. Laufzeit 2 Jahre. Über eine Verlängerung von 1 bis 2 Jahren ließe sich reden. Und an welche Bedingungen ist dieser Kredit geknüpft? Herr Brauner meinte, du könntest der Entramed ein Gutachten erstellen zum Thema Anosan. Das heißt, dieses Medikament habe Nebenwirkungen, die auf dem Beipackzettel nicht vermerkt sind? Diese Vorwürfe sind aus der Luft gegriffen. Wir vermuten, das ist eine Kampagne unserer Konkurrenz. Auf jeden Fall müssen wir darauf achten, dass unser guter Ruf in der Branche nicht beschädigt wird. Deshalb hat die Entramed an uns gedacht. Sie und Ihre Klinik genießen einen guten Ruf. Weit über die Grenzen unseres Landes hinaus. Ja, es tut mir leid, aber ich habe dieses Medikament bisher nicht eingesetzt. Nun, Sie können es ab sofort einsetzen und uns das Gutachten in, sagen wir, 1-2 Monaten erstellen. Sie erwarten von mir, dass ich meine Patienten als Testpersonen missbrauche? So würde ich das nicht nennen. Nein? Ja, wie würden Sie das denn sonst nennen? Ich... Ja? Es tut mir leid, Karin, aber für solche Geschäftsmanöver stehe ich nicht zur Verfügung. Guten Tag. Für meine Reise gekauft. Ein paar Klamotten? Das ist eine ganze Sommerkollektion. Ich habe lang genug zurückgesteckt. Jetzt bin ich mal dran. Übermorgen geht's los. Afrika, ich komme. Oh, wieso drehst du denn jetzt total durch? Ganz einfach, weil es das erste Mal in meinem Leben nur um mich geht. Orangensaft? Ja, wir müssen deinen OP-Plan für nächste Woche ändern. Wieso? Weil du nächste Woche einen Vortrag in Kapstadt hältst. In Kapstadt? Die Universität hat letztes Jahr 2-mal nachgefragt, ob du nicht als Gastredner auftreten könntest. Ich habe 2-mal abgesagt. Ja, aber diesmal könntest du ja 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, den Vortrag halten und wegen der Erbschaft von Madame de Clercq zum Notar gehen. Danke. Aber Karin, ich habe dir doch gesagt... Du hast mir gesagt, dass ich da auch nicht konnte, ich weiß. Aber sie ist die Witwe eines sehr wohlhabenden Farmers gewesen. Ach, Markus. Du willst das Geld doch nicht für dich haben. Du willst es in die Klinik stecken und somit in deine Patienten. Ja, und was ist mit dir? Kommst du mit? Also, wenn dieser Großhändler bei den Orangen zu teuer ist, dann gehst du zu dem hier. Und wenn der nur unreife Bananen hat, dann gehst du zu dem hier. Und die Exoten, die holst du grundsätzlich bei dem hier. Alles klar? Ja, alles klar. Bist du sicher, dass du alles hast, was du brauchst? Ja, wie? Ich bin doch keine 14 mehr. Entschuldige. Aber du bist auch noch nie so weit weggefahren und schon gar nicht allein. Ich sag ja, es wird allerhöchste Zeit. Okay. Oh, meine Schwester ist nicht sicher, ob ihr Gepäck vielleicht zu schwer ist. Stimmt irgendwas nicht? Es tut mir sehr leid, aber unsere Economy Class ist überbucht. Dürfen wir Sie in die Business Class einleiten? Oh. Das ist Ihr Platz. Würden Sie so nett sein und sich anstellen, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Seien Sie, ich glaube, Sie müssen die schnelle Anlässerung nehmen. So. Natürlich. Ja, möchten Sie vielleicht lieber am Gang sitzen? Ach, nein, das geht schon. Ja,
der Kleine ist über den Berg. Na, Gott sei Dank. Nicht auszudenken, wenn er es nicht geschafft hätte. Er hat auch einen Namen. Ruben hat seinen Freund Lucky getauft. Ruben, Vorsicht! Nein, Lucky, nein! Irgendjemand müsste ihm mal Benehmen beibringen. Das mache ich. Ich habe gerade erst ein Buch über Hundeerziehung gelesen. Und du bist der Meinung, das gilt auch für Löwen? Aber natürlich. Bei Fuß, Lucky. Bei Fuß. Bei Fuß, Lucky. Bei Fuß. Sie mögen romantische Bücher, ja? Das Geschäftsleben lässt einem leider wenig Platz für Romantik. Darf ich fragen, in welchem Bereich Sie tätig sind? Ich bin Einkäuferin für ein großes Modehaus. Einsatzgebiet ist praktisch die ganze Welt. Und Sie? Was machen Sie beruflich? Ich bin Krankenpfleger. Meine Damen und Herren, spricht der Kapitän. Bitte schneiden Sie sich an. Wir erwarten eine Strecke mit größeren Turbulenzen. Nein. Also das ist überhaupt nichts. Das ist nur ein kleines Luftloch. Das sagen Sie so einfach. Wissen Sie was? Denken Sie an etwas ganz Schönes. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie sind auf einem kleinen Boot an einem Korallenriff. Sie treiben so vor sich hin. Um Sie herum nur ganz viele wunderschöne bunte Fische. Über das Wasser weht ein leichter Tropenwind. Am Himmel, da ziehen ein paar kleine weiße Wölkchen einsam ihre Bahn. Sie liegen an Deck, spüren die wärmenden Strahlen der Sonne, hören exotische Musik. Und jetzt, glaube ich, sind die Turbulenzen vorbei. Na, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt in Kapstadt. Danke Ihnen auch. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Karin? Du, ich bin gerade gelandet. Ja? Reiter, mein Name. Nina Reiter. Entschuldigung, ich dachte, ich gönne mir im Urlaub hier mal was Besonderes. Ah ja. Sie hatten ein Einzelzimmer bestellt, ist das richtig? Ein Einzelzimmer? Nein, das muss ein Irrtum sein. Ich hatte natürlich auch eine Suite gebucht. Ja, möglicherweise hat eine meiner Sekretärin da einen Fehler gemacht. Sie wissen ja, diese Bürohektik. Das ist überhaupt kein Problem. Sie bekommen Ihre Suite. Ja. Man sieht sich. Ja. Oh, ja. Haben Sie vielleicht noch einen Wunsch, Ma'am? Nein, danke. Meistens. Doch. Sagen Sie, der Herr, mit dem ich heute aus Deutschland angereist bin, wissen Sie, auf welchem Zimmer er wohnt? Sie meinen Professor Stefan, Ma'am. Professor? Nein, ich spreche von dem Herrn. Der Mann, der eben gerade mit Ihnen an der Rezeption stand. Ja. Das ist Professor Stefan, Ma'am. Sie haben geschummelt. Ich habe geschummelt? Ja, Sie haben geschummelt. Sie sind gar kein Krankenpfleger. Sie sind Professor für Medizin. Es tut mir leid. Wahrheit? Das ist die Wahrheit, ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Der Tag heute gehört uns. Jetzt haben wir aber lange genug über mich geredet. Erzählen Sie ein bisschen was von sich. Von mir? Mhm. Ja, im Grunde genommen sind wir uns eigentlich recht ähnlich. Tatsächlich? Ja, ich habe auch im Ausland studiert. Frankreich, Irland, Betriebswirtschaft und Modedesign. Na ja. Hin und wieder gebe ich auch einige Seminare an den Industrie- und Handelskammern für junge Kolleginnen und Kollegen. Halten Sie jetzt hier in Kapstadt auch ein Seminar? Nein, diesmal habe ich nur einige Geschäftstreffen.
Wie oft waren Sie denn schon in Kapstadt? Ich bin das erste Mal hier. Das erste Mal? Dafür kennen Sie sich aber glänzend aus. Sie haben die Sehenswürdigkeiten ja besser beschrieben als alle meine Reiseführer. Ich hätte Ihnen noch Stunden zuhören können. Ich habe in den letzten 20 Jahren bestimmt 100 Bücher über Südafrika gelesen. Es war immer mein Traum, einmal hierher zu kommen. Tja, warum haben Sie dann so lange gewartet? Das lag nicht an mir. Das lag an den Umständen. Ja, dann begraben wir diese Umstände doch einfach hier im Sand. Ich habe eine Idee. Ja? Ich bestelle uns noch eine Flasche Wein und dann erzählen Sie mir noch etwas mehr von dem, was Sie in den 100 Büchern über Südafrika gelesen haben. Einverstanden? Einverstanden. Wunderschön. Oh ja. Aber es ist mehr als das. Es ist atemberaubend. Mrs. de Klerk hatte Geschmack. Ich wusste gar nicht, dass sie einen solchen Besitz hat. Sie war zurückhaltend und bescheiden, aber eine sehr kluge und besonnene Geschäftsfrau. Kommen Sie. Hallo. Hallo. Moment, ich habe ein kleines Problem. Okay. Das glaube ich jetzt nicht. Ich finde es gleich. Ja, Moment. Es ist weg. Mein Geld ist weg. Entschuldigung, hallo. Hi, kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Ja, ich habe mein Portemonnaie verloren. Mein Bargeld, meine Scheckkarte, einfach alles. Wir bringen Sie zum Revier und nehmen ein Protokoll auf. Ja, nein, nein, Moment. Ich hab's ja hier verloren, hier vorne irgendwo. Meine Damen und Herren, Mr. de Klerk, Professor Stefan, können wir anfangen? Mrs. de Klerk hat das Testament, das ich Ihnen jetzt verlesen werde, vor knapp 6 Jahren verfasst und bei mir hinterlegt. Vor 6 Jahren? Hat sie es nicht vor ein paar Wochen verändert? Testamentsänderung? Davon ist mir nichts bekannt. Lassen Sie mich beginnen. Das Testament enthält zunächst eine Passage, die Sie, Professor Stefan, betrifft. Mrs. de Klerk schreibt Folgendes. Das Licht Afrikas ist vor dem Sonnenuntergang am schönsten. Nur Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich es noch ein paar Jahre genießen konnte. Nun sollen Sie für den Rest Ihres Lebens das Licht Afrikas genießen, auch wenn Sie immer nur für ein paar Wochen hier sein können. Aber wer weiß, vielleicht bleiben Sie auch ganz da. Was hat das zu bedeuten? Es ist mein Wille, dass Professor Stefan die Farm einschließlich der Obstplantage erben soll. Das glaube ich nicht. Allerdings gibt es da eine Bedingung. Die Plantage darf nicht verkauft und niemand von Personal darf entlassen werden. Ja, und was wird aus mir und meiner Familie? Bitte, Jan, sei nicht mein zu lang. Mein Neffe, Jan de Klerk, soll lebenslanges Wohnrecht im Verwalterhaus auf dem Gelände der Plantage erhalten. Wohnrecht? Sein Sohn Ruben und dessen Mutter Ginny erhalten eine monatliche finanzielle Zuwendung in Höhe von 10.000 Rand. Ist das alles? Bitte, Mr. de Klerk. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das nicht! Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Die Chancen, das Portemonnaie wiederzufinden, sind wohl nicht sehr groß. Ehrlich gesagt, ich würde nicht damit rechnen. Seien Sie froh, dass Ihr Ausweis und Ihr Flugticket nicht in der Brieftasche waren. Und dass Sie Ihre Konten gesperrt haben. Sollen wir Sie ins Hotel zurückfahren? Nein, nein, lassen Sie nur. Ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen frische Luft.
Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Farm mit Plantage? Das ist ja fantastisch, das kommt ja wie gerufen. Aber Karin! Setz dich sofort mit einem Immobilienmakler in Verbindung. Also jetzt lass mich bitte mal ausreden. Die Erbschaft ist an eine Bedingung geknüpft. Ich darf die Farm nicht verkaufen. Ach, nicht verkaufen? Du, dann bleibt sowieso nur noch eins. Einen Verwalter einsetzen, dafür sorgen, dass das Geld regelmäßig rüberfließt. Und jetzt hör mir bitte mal zu, Karin. Es ist wunderschön dort. Das würde dir ganz bestimmt auch gefallen. Setz sie doch einfach in ein Flugzeug und komm her. Markus. Du, es ist wirklich paradiesisch. Du willst nicht kommen, ja? Es wäre besser, du würdest so schnell wie möglich zurückkommen. Wir ersticken hier in Arbeit. Du, ich habe jetzt einen Anruf auf der anderen Leitung. Danke. Unser Architekt, ich melde mich bei dir. Ciao. Ciao. Was ist denn los? Ich habe die ganze Zeit über gelogen, schon im Flugzeug. Ich bin weder Modeeinkäuferin noch reise ich ständig in der ganzen Weltgeschichte rum. Der Flug mit Ihnen war mein erster Flug überhaupt. Ich habe auch noch nie studiert oder irgendwelche Seminare gegeben. Und ich habe auch kein einziges Geschäftstreffen hier in Kapstadt. Jetzt beruhigen Sie sich doch erst einmal. Und die Suite habe ich nur genommen, um vor Ihnen bestehen zu können. Wissen Sie, dass diese Suite pro Nacht so viel kostet, wie ich in einer Woche mit meinem Obsthandel verdiene? Ja. Obsthandel? Die kleine Geschäftsfrau, die vor Ihnen sitzt, ist nichts weiteres als irgendeine Obst- und Gemüsefrau aus Hamburg. Also Moment mal, verstehe ich das jetzt richtig? Sie haben einen Obst- und Gemüseladen? Nein, ich bin Zwischenhändlerin und beliefere Obstläden wie den meiner Schwester. Ja, aber das heißt doch, Sie verstehen etwas von Obst? Ja. Auch von Südfrüchten? Ja. Auch vom Obstanbau? Ja. Das ist ja großartig. Genauso jemand wie Sie brauche ich. Kommen Sie morgen mit mir auf eine Farm? Darf ich vorstellen, das ist Nina. Schön, Hallo. Sie kennenzulernen. Darf ich vorstellen, meine Frau Amy, unsere Hausdame, meine Tochter Jeannie und mein Enkelsohn Ruben. Die sind für dich. Oh. Dankeschön. Das ist aber lieb von dir. Joe. Hallo, Joe. Und unser Vorarbeiter John. John. Hallo. Sir. Ja, das freut mich wirklich sehr, Sie alle kennenzulernen. Wenn Sie möchten, fährt John Sie einmal um die Plantage, damit Sie einen ersten Eindruck von der Farm bekommen. Ich lasse inzwischen etwas zu essen vorbereiten. Ja, das klingt gut. Was meinen Sie? Einverstanden. Papi, Papi! Wenn Sie wollen, können Sie mit John jetzt losfahren. Bitte, Papi. Kommen Sie. Was bauen Sie hier an? Vorne Weißwein und Rotwein, da drüben Guaven. Wir haben auch Papayas und Mangos. Aber dies Jahr hatten wir einige Einbußen, weil ein Teil unserer Landmaschinen defekt ist. Kann man sie nicht reparieren? Das Problem sind die Ersatzteile. Es ist sehr schwierig, sie zu beschaffen. Sie haben hier nichts zu suchen. Das ist meine Farm. Verschwinden Sie! Sich vor ihm eine Nacht. Der ist unberechenbar. Was ist passiert?
Lassen Sie sie gehen. Jan hat die Nerven verloren. Er hat von Jeannie Geld verlangt, um sich einen Anwalt zu nehmen. Er will die Erbschaftsregelung anfechten. Weshalb? Er findet, dass ihm als Neffen von Mrs. de Klerk die Farm zusteht. Warum hat Madame de Klerk ihn nicht als Erben eingesetzt? Das Verhältnis zwischen Jan und seiner Tante war sehr, sehr schwierig. Jan hat früher ein ziemlich wildes Leben geführt. Er hat das Geld zum Fenster rausgeworfen. Er sollte studieren, aber er hatte keine Lust dazu. Da war er leider wie sein Vater. Madame de Klerks Bruder? Ja. Aber Jan hat sich im letzten Jahr sehr verändert. Er hat sein Studium beendet, er hat sich eine Arbeit gesucht und er kümmert sich regelmäßig um Ruben. Hat Madame de Klerk das denn nicht mitbekommen? Doch, das hat sie. Aber vielleicht saßen die Verletzungen zu tief. Oder vielleicht hatte Mrs. de Klerk auch Angst, dass er noch nicht reif genug ist für so eine große Aufgabe. Ich hoffe nur, dass unser Enkel nicht der Leidtragende sein wird. Professor Stefan lässt ausrichten, dass er wegen seines Vortrages nach Kapstadt gefahren ist. Danke. Vielleicht wollen Sie sich in der Zwischenzeit die Farm ansehen. Jan. Jan! Jan, warte! Hast du es dir überlegt? Willst du mir das Geld für den Anwalt doch geben? Warum versuchst du nicht mit Professor Stefan zu reden? Worüber? Vielleicht könntest du für ihn arbeiten. Und das Testament so anerkennen. Niemals. Bitte, Jan. Du musst an unseren Sohn denken. Was meinst du, warum ich mir solche Sorgen mache? Ruben sollte diese Farm irgendwann einmal erben. Aber nach diesem Testament bekommt er nicht meine Hand voll Land. Wir müssen trotzdem versuchen, eine vernünftige Regelung zu finden. Richtig. Und genau deshalb fahre ich jetzt in die Stadt und suche mir einen Anwalt. Auch ohne dein Geld, Jenny. Bitte, Jan. Jan, warte. Der weiß vielleicht, was man da machen kann. Hallo, mein Name ist Kaspar und ich frage mich, wie ich Ihnen helfen kann, mein Herr. Hi. Ah, hallo. Hi, Ruben. Wie war Ihr Vortrag? Ach ja, das ist ganz gut gelaufen, ja. Nina, ich... Ich habe einen Anschlag auf Sie vor. Ja. Ich wollte doch eigentlich übermorgen nach Hamburg zurückfliegen, aber jetzt bleibe ich noch hier. Und was hat das mit mir zu tun? Ich möchte Sie bitten, auch hier zu bleiben. Hier, auf der Farm? Ja, hier. Ich könnte hier Ihre Hilfe sehr gut gebrauchen und Sie könnten noch in einem der Gästezimmer wohnen. Aber ich bin doch im Hotel gebucht. Die Hotelrechnung, die übernehme ich und Ihr Rückflug, der bleibt ja, wie er ist. Entschuldigen Sie, Sir. Ja? Am Telefon ist eine Dame aus Deutschland für Sie. Ja, sagen Sie doch bitte, ich rufe zurück. Tut mir leid, Sir, aber sie hat schon dreimal angerufen. Sie will Sie sofort sprechen. Entschuldige. Willst du erst nächste Woche zurückkommen? Ja, Karin. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Du hast Termine, du bist von früh bis spät ausgebucht. Du wirst das schon hinkriegen. Was ist denn bloß los mit dir, Markus? Warum kannst du den Anwalt nicht beauftragen, einen Verwalter einzusetzen, um die Formalitäten für dich zu erledigen? Du, ich möchte das lieber selber machen. Was ist los mit dir, Markus? Du klingst irgendwie anders als sonst. Nimm meine Entscheidung doch einfach hin, Karin, ja? Was bleibt mir denn anderes übrig? Ich melde mich dann wieder bei dir, ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist passiert? Hat Professor Stefan etwa die Großwildjagd für sich entdeckt? Ich begreife das nicht. Früher, wenn er auf Reisen war, konnte er gar nicht schnell genug wieder zurückkommen. Die Arbeit ist immer das Wichtigste. Gerade jetzt, wo wir ihn so dringend bräuchten. Finden Sie, dass seine Anwesenheit dringend erforderlich ist? Glauben Sie, Entramet besteht darauf? Das nicht. Wir können ein neues Medikament nicht ohne seine Einwilligung einsetzen. Wieso nicht? Eigentlich. Ich meine, es geht doch um die Zukunft dieser Klinik. Und es ist doch auch Ihre Klinik, oder etwa nicht? Ich finde es wunderbar, dass Sie mein Angebot angenommen haben. Ihre Hilfe bedeutet mir sehr viel. Gerne. Ist es nicht wunderschön hier? Oh ja. Hören Sie die Zikaden? Dazu diese seidige Luft.
Geruch von den Blüten. Ich glaube, sie sind gerade dabei, sich mit dem Bacillus africanus zu infizieren. Dem Bacillus africanus? Ja, manche Menschen empfinden eine so starke Sehnsucht nach Afrika, dass sie hierher zurückkommen und für immer bleiben. Ich glaube nicht, dass ich so weit gehen könnte, alles aufzugeben. Könnten Sie das? Ich denke schon. Wirklich? Gibt es denn nichts, das Sie zu Hause erwartet? Auf das Sie sich freuen, wenn Sie zurückkommen? Wollen wir noch einen kleinen Spaziergang machen? Eine gute Idee. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, was machst du denn schon wieder hier? Ich glaube, er mag sie. Ja. Aber er braucht einen Lebensraum, der zu ihm passt. Er kann nicht auf Dauer hier bleiben. Aber wo soll er denn hin? Hier gibt es ganz in der Nähe einen Lions Park, da lasse ich ihn morgen hinbringen. Oh, wie schade. Aber auch gut für dich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schön, Blackie. Gute Nacht. Was soll das? Was wollt ihr hier? Wir wollen mit Professor Stefan reden. Genau. Weshalb? Weil er die Farm verkaufen und uns alle entlassen will. Es geht um unsere Existenz, um unsere Frauen und um unsere Kinder. Entschuldigen Sie, ja, aber John, was gibt's denn? Wir verlangen eine Auskunft. Und zwar jetzt. Und wir wollen. Wieso wollen Sie uns alle loswerden? Ich habe nicht vor, irgendjemanden loszuwerden. Wer kommt denn darauf? Hier steht's. Zu verkaufen. Das habe ich nicht geschrieben. Ja, so was soll das heißen? Das soll heißen, dass von mir niemand entlassen wird. Garantiert niemand. Ich kann ja verstehen, dass Sie sich Sorgen machen, wenn hier ein neuer Besitzer auftaucht, aber das brauchen Sie nicht. Das brauchen Sie wirklich nicht. Ich brauche nur etwas Zeit, mich zu informieren, und dann werde ich Ihnen auf alle Fragen eine Antwort geben. Was soll denn dieser Unfug? Das kann ich Ihnen sagen. Das ist die Handschrift von Jan de Klerk. Ich habe mir die Sache mit der Entremet überlegt. Und? Wir werden Anosan ab sofort einsetzen. Hat Professor Stefan zugesagt? Nein, ich nehme die Entscheidung auf meine Kappe. Ich habe mir gestern noch mal die Testergebnisse aus den USA angesehen. Sie hatten recht. Es gibt praktisch kein Risiko. Frau Dr. Heimann in OP 4. Außerdem geht es um die Zukunft der Klinik. Bitte sorgen Sie dafür, dass es ab sofort bei allen Patienten, bei denen es angezeigt ist, zum Einsatz kommt. Ich komme! Ich habe gerade mit dem Lions Park telefoniert. Sie erwarten euch in der nächsten Stunde. Okay. Was ist denn so? Müssen wir ihn wirklich wegbringen? Er bleibt ja nicht immer so klein. Wir könnten noch versuchen, ihn zu zähmen.
Löwe ist kein Haustier, John. Orchester verwandeln? Ein Moment kann reicher sein als ein ganzer Tag. Genießen Sie ihn. Mit Messmer. Faszinierende Teekreationen von Meisterhand komponiert. Messmer macht den Moment. Fotze, diesen Typen fast umgefahren. Hast du gerade Fotze zu mir gesagt? Das war sein Tourette, du Idiot. Nee, das habe ich schon so gemeint. Florian David Fitz in Vincent will mehr. Jetzt auf DVD und Blu-ray. Es gibt eine andere Möglichkeit. Reinigen auch Sie Ihre Ohren mit Audispray. Das Meerwasserspray löst das Ohrenschmalz auf und reinigt sanft Ihre Ohren. Neu, Audispray Soft. Und für mich Audispray Junior. Willkommen. Gleitsichtwochen bei Apollo-Optik. Wir sind Gleitsichtexperten. Testen Sie uns mit voller Geld-Zurück-Garantie. Hochwertige deutsche Markengläser, nur 79 Euro. Kombinierbar mit dem Apollo-Optik Altersrabatt. Pro Lebensjahr 1% Rabatt auf die Fassung. Apollo-Optik, weit mehr als eine Brille. Unsere Farm in Irland. Sie bauen hier ein Hotel. Mrs. Winter, kommen Sie mir nicht in die Quere. Alarm im Paradies. Hier geht's um Ballymara. Ein ganzes Dorf kämpft um seine Heimat. Unsere Farm in Irland. Morgen 20.15 Uhr im ZDF. Danke. Was machen Sie denn da? Ich repariere das Ding. Ja, wieso können Sie das? Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Mit zwei Schwestern und wo kein Junge im Haus ist, da muss halt mal ein Mädchen ran. Das dürfte Ihnen hier kaum gelingen, da fehlen entscheidende Ersatzteile. Meinen Sie das hier? Ich sehe mir dann die anderen Maschinen an. Mit ein bisschen Glück kriege ich die auch wieder in Gang. Das war Sabotage. Es scheint fast so, als ob hinter den Schwierigkeiten hier auf der Farm Methode steckt. Wundern würde mich das nicht. Sie haben ja Jan de Klerk selber erlebt. Als er mir vorgestellt wurde, da fand ich ihn eigentlich ganz sympathisch. Das ging mir genauso. Aber inzwischen habe ich ihn anders kennengelernt. Er sagt, dass Madame de Klerk ihr Testament zu seinem Gunsten ändern lassen wollte. Warum hätte sie das tun sollen? Das heißt, das Verhältnis der beiden hätte sich gebessert, weil sich sein Lebensstil geändert. Er sagt das doch höchstens einer von denen, die sich davon Vorteile versprechen. Und wer sollte es sein, außer Jan? Ja. Butler George und seine Frau Amy sind die Großeltern seines Kindes. Jeannie ist immerhin die Mutter seines Sohnes. Für die würde bestimmt was rausspringen, wenn ihr eine habt. Du warst mir eine große Hilfe. Ich glaube, du wirst mal ein ganz toller Mechaniker. Professor Stefan! Professor Stefan! Oh, hallo. Wissen Sie, wo Professor Stefan steckt? Ich glaube, er ist irgendwo auf der Farm unterwegs. Was ist denn? Da ist jemand am Telefon für ihn. Ich gehe mir die Hände waschen. Okay. Hallo? Ja, hier ist Dr. Karin Heilmann. Ich hätte gern Professor Stefan gesprochen. Es tut mir leid, er ist irgendwo unterwegs. Auf dem Weg ins Hotel? Nein, er wohnt nicht mehr im Hotel. Er wohnt nicht mehr im Hotel? Er wohnt jetzt hier auf der Farm. Aha. Darf ich fragen, mit wem ich spreche? Oh, mein Name ist Reiter. Nina Reiter. Und Sie sind in der Verwaltung der Farm tätig? Nein, nein, ich bin auch nur für ein paar Tage hier. Ich helfe Professor Stefan ein bisschen. Ach, Sie helfen ihm? Ja, es hat sich zufällig so ergeben. Wir sind zusammen hierher geflogen und haben zusammen im selben Hotel gewohnt. Naja, kann ich Ihnen irgendetwas ausrichten? Er möchte mich umgehend in der Klinik zurückrufen. Sagen Sie ihm das bitte, umgehend. Das mache ich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wollen Sie vielleicht noch mehr sehen? Ach, danke, Jenny. So viele Zahlen, das reicht für heute. Augenblick bitte, Sir. Wenn mich nicht alles täuscht, hat hier jemand versucht, die Bücher zu manipulieren. Aber der Kugelschreiber hier, das ist doch nicht Ihre Schrift, oder? Nein. Nein. Können Sie uns das erklären? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das zum ersten Mal. Das erste Mal? Und
Wer außer Ihnen hat denn noch Zugang zu den Büchern? Niemand. Dann stimmt es also nicht, was die Leute sich auf der Farm erzählen. Dass du Jan de Klerk letzte Woche hast in die Bücher sehen lassen? Weil Jan glaubte, dass er die Farm erben würde, wollte er schon mal einen Blick in die Bücher werfen. Und daraufhin hast du ihm den Schlüssel für dein Büro gegeben. Waren Sie dabei, als er in die Bücher sah? Nein, ich habe mich um Ruben gekümmert. Dann war er also hier alleine im Büro? Ja, aber Jan würde so etwas doch nie tun. Bitte, glauben Sie mir, er würde so etwas nie tun. Ja, das glaube ich ja nicht. Er ist ungefähr nach 10 Meilen vom Wagen gesprungen. Und dann ist er wieder zurückgelaufen. Ja, pass das nächste Mal besser auf. Du willst doch, dass ihm nichts passiert. Manchmal erinnern Sie mich ein bisschen an Mrs. de Klerk. Sie war auch so nett. Und so hilfsbereit, gar nicht wie eine Chefin. Haben Sie lange für sie gearbeitet? Oh, fast 30 Jahre. George und ich haben uns hier kennengelernt. Ich war eigentlich nur als Aushilfe hier, aber dann bin ich geblieben. Wegen Madame de Klerk oder wegen George? Darf ich Sie mal was ganz Persönliches fragen? Wozu? Ist Professor Stefan eigentlich verheiratet? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, ich finde, Sie zwei würden gut zusammenpassen. Sehr gut sogar. Hallo? Was wollen Sie? Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Ihr wisst ja nicht, was zwischen uns zu besprechen gibt. Da bin ich anderer Ansicht. Dann wenden Sie sich doch an meinen Anwalt. Genau das möchte ich vermeiden. Ich möchte eine weitere Eskalation wirklich vermeiden. Schauen Sie, das Schild vor der Unterkunft der Leute. Die durchgetrennten Kabel, diese falschen Eintragungen in den Büchern. Und glauben Sie etwa, ich stecke dahinter? Bitte, ich möchte doch nur, dass das aufhört. Das ist Ihr gutes Recht, aber ich habe mit diesen Dingen nichts zu tun. Ich lasse mir von niemandem etwas anhängen, schon gar nicht von Ihnen. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, den Abend mit Ihnen zu verbringen. Ich auch. Nina, ich mag es, wie Sie die Dinge anpacken, wie Sie mit den Leuten sprechen. Alle sind so nett zu mir hier. Ja, aber Sie spüren, dass Sie sie mögen. Sie spüren Ihre Herzlichkeit, Ihre Offenheit. Das bleibt niemandem verborgen, auch mir nicht. Nina, ich... Ja, was gibt's denn, Joe? Telefon für Sie. Ja, ich komme. Nein, nicht für Sie, Sir. Es ist für die Lady. Ihre Schwester aus Deutschland. Entschuldigung. Danke. Was ist denn los? Ich mache mir Sorgen, Jan. Um Ruben? Um uns. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich glaube, alles, was du zurzeit tust, ist falsch. Erst dieses Plakat vor den Unterkünften der Arbeiter. Und dann die Manipulation in den Büchern. Glaubst du auch, dass ich etwas damit zu tun habe? Ist es denn nicht wahr? Wie verhältst du mich? Für einen Verbrecher? Nein, natürlich nicht. Aber ich... Was ist denn los, Ginny? Ich habe herausgefunden, dass irgendjemand in den letzten Monaten vom Geschäftskonto der Farm Geld abgehoben hat. Dann müssen wir herausfinden, wer das war. Wir? Natürlich wir. Du mietest dich ein in dem luxuriösesten und dem teuersten Hotel, das es in Kapstadt gibt. Und jetzt wohnst du auf einer Farm, auf der auch noch ein Löwe frei herumspaziert. Ich weiß schon, was ich tue, Gabi. Da bin ich mir nicht so sicher.
keins mehr. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du dich von deinem Professor aushalten lässt. Ich brauche hier kein Geld. Jetzt hör mir mal zu. Du hast eine große Enttäuschung hinter dir und deshalb bist du im Moment sehr empfänglich für solche Annäherungsversuche. Es ist nicht so, wie du denkst, Gabi. Sondern wie ist es? Professor Stefan und ich, wir mögen uns. Ich habe ihm hier auf der Farm geholfen, das ist alles. In 2 Tagen komme ich zurück nach Hamburg. Wirklich? Wirklich. Wundervoll. Es ist, als ob das Leben mit der Dunkelheit erst richtig erwacht. Ich würde so gerne etwas von diesen Nächten mit nach Hause nehmen. Ja. Ich möchte nicht, dass Sie wieder nach Hause fahren. Ich möchte, dass Sie hier bleiben. Die wunderbarste Frau, die mir je begegnet ist. Du hast mich vom ersten Augenblick an verzaubert. Ich möchte, dass wir beide zusammenbleiben. Aber wie soll das gehen? Du bleibst erstmal hier und leitest die Farm. Und was ist mit dir? Ich werde ganz bestimmt eine Lösung finden. Aber du bist doch sicher nicht frei. Es gibt doch sicher jemanden... Für mich gibt es nur noch dich, Nina. Dich ganz allein. Das ist die 4. Abbuchung. Tatsächlich. In den letzten 3 Monaten wurden 4-mal 5-stellige Beträge überwiesen. Und alle mit der Unterschrift meiner Tante. Zu der Zeit lag sie schon im Krankenhaus und konnte gar nichts unterzeichnen. Es gibt hier jemand, der ihren Gesundheitszustand ausgenutzt hat, um das zu arrangieren. Irgendjemand hier auf der Farm. Wir müssen die Polizei informieren. Lass uns erst mit dem Professor reden und dann werden wir uns mit dem Personal unterhalten. Okay. Ich dachte, ich sei früh dran. Hast du gut geschlafen? Nein. Ja, wieso denn nicht? Ich war so durcheinander. Es ist, als ob mein Leben seit letzter Nacht auf dem Kopf steht. Hast du denn gar keine Angst vor der Zukunft? Nein. Ich glaube, ich habe das alles noch nicht richtig begriffen. Mit uns. Ja, das ging vielleicht alles ein bisschen rasch. Was wir beide jetzt brauchen, das ist Zeit, Zeit und nochmals Zeit. Für uns. Und die werden wir uns heute nehmen. Thank you.
Ich könnte das Schicksal unentwegt dafür umarmen, dass es uns zusammengeführt hat. Ich auch. Hat es in den letzten Tagen diverse unangenehme Vorfälle auf unserer Farm gegeben. Was redet ihr? Rini und ich sind der Sache nachgegangen. Wir wissen zwar noch nicht, wer dahinter steckt, aber wir haben festgestellt, dass in den letzten Wochen größere Beträge von Madame de Clercs Konten verschwunden sind. Schweinerei! Genau das soll die Polizei herausfinden. Die Beamten werden morgen vorbeikommen und ich möchte euch alle bitten, ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen und ihnen keinerlei Informationen vorzuenthalten. Wir sagen, was wir wissen. Man hat uns versprochen, dass wir bleiben dürfen. Ja, wir sagen Sie uns, wie es weitergeht! Was soll das hier? Wir wollen den ganzen Spuk ein Ende machen. Da hätten Sie mich aber vorher informieren müssen. Das haben wir versucht. In Zukunft überlassen Sie solche Entscheidungen bitte mir. Ja? Aber Mr. Stefan! Professor Stefan! Was gibt's denn, John? Sie haben Besuch, Sir. Aus Deutschland. Sie wartet drüben. Im Haupthaus. Unsere Kinder brauchen gleich zurück. Karin! Markus, unsere Tickets, wir fahren heute Abend zurück. Das geht nicht. Falls es dir um die Farm geht, das erübrigt sich. Ich habe einen Anwalt engagiert, der alles regeln wird. Markus, bitte lass uns zum Flughafen zurückfahren, es ist schrecklich heiß hier. Karin, das tut mir sehr leid. Aber in meinem Leben hat sich einiges geändert. Du bist ein bisschen durcheinander. Das liegt an der Hitze und den Umständen. Nein, Karin, ich will diese Farm hier nicht aufgeben. Ich möchte hier bleiben. Nina und ich. Guten Tag. Sind Sie die Frau, mit der ich telefoniert habe? Die Frau aus dem Hotel? Ja? Dann stecken Sie hinter diesen Plänen. Karin, bitte. Markus und ich, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam eine Klinik aufgebaut. Wir haben große Pläne für die Zukunft. Es hat sich in meinem Leben wirklich einiges geändert. Glauben Sie nicht, dass Markus und ich... Oh, ist mir heiß. Oh mein Gott, ist mir heiß. Atmen Sie ganz ruhig. Der Flug, der Klimawechsel, die Aufregung. Oh, nein, das ist alles. Warte mal, Sie... Komm. Nein, Markus, ich brauche nichts. Trinken Sie das hier, das ist ein altes Familienrezept. Das wird Ihnen helfen. Wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen zurück. Sie brauchen dich auf der Pressekonferenz. Was ist denn für eine Pressekonferenz? Die Entramed braucht Unterstützung wegen der Anusan-Kampagne. Was soll das heißen? Markus, die Banken waren nicht bereit, weiter mitzuziehen. Wir mussten das Medikament einsetzen. Bitte lass uns zum Flughafen fahren. Also Moment mal, verstehe ich das jetzt richtig? Du bist gekommen, um mich mitzunehmen, dass ich dieser Entramed den Rücken decke? Nein. Nein. Ich bin auch gekommen, um mit dir zu reden. Aber lass uns zuerst nach Hause fliegen. Hamburg ist nicht mehr mein Zuhause. Mein Zuhause ist jetzt hier auf dieser Farm. Und es steckt niemand dahinter, das habe ich ganz allein entschieden. Weil wir in den letzten Jahren ein Leben geführt haben, das ich so nicht wollte. Du bist doch angesehen, du hast Erfolg. Wir haben uns doch gut verstanden, wir waren ein gutes Team. Na, das können wir doch vielleicht auch in Zukunft bleiben. Willst du damit sagen, es ist aus zwischen uns? Ach, Karin, unsere Beziehung war doch schon seit langem nicht mehr das, was sie sein sollte. Wir waren doch im Grunde nur noch ein berufliches Team. Aber wir mögen uns doch. Aber wir lieben uns nicht mehr. Das ist nicht deine Schuld. Das ist vielleicht auch nicht meine Schuld. Du hast jemanden gefunden, den du liebst? Entschuldige, es tut mir sehr leid, dass du das jetzt auf diese Art erfährst, aber ich hatte einfach nicht den Mut, das dir am Telefon zu sagen. Verzeih mir. Bitte verzeih mir. Verzeih mir.
musst alle Beweise sichern. Sie werden den Professor überzeugen. Ja, das mache ich. Ich hole dich später wieder ab. Gut. John. Jeannie. Was soll das? Was tust du da? Bist du verrückt geworden? Ich gebe dir was ab. Ich gebe dir die Hälfte des Geldes. Was redest du da überhaupt? Hey, du kannst noch mehr haben. Du versuchst mich zu bestechen. Dann warst du es, der die Gelder überwiesen hat. Der die Bücher manipuliert hat. Jenny, ich war in Kapstadt, ich war im Casino, ich hab gespielt, ich mir Geld geborgt. Muss es zurückgeben. Aber das Geld gehört der Farm. Dieses Geld gehört uns allen. Ach, Unsinn. Das gehört dem Professor aus Deutschland. Professor Stefan? Das meinst du doch nicht im Ernst. Natürlich. Der will ja nur abkassieren. Hm? Oh nein, John, da spiele ich nicht mit. Nein. Nina! Haben Sie Nina gesehen? Ja. Ja, wo ist sie? Sie ist mit dem Auto weggefahren. Wohin? Das weiß ich nicht. Warum bist du weggefahren? Ich möchte mich nicht zwischen euch stellen. Aber das tust du nicht. Wieso ist sie dann hierher gereist? Warum will sie, dass du zurückkehrst? Karin will nicht, dass ich zurückkomme. Sie will, dass der zurückkommt, der jahrelang neben ihr gelebt hat. Aber glaub mir, den gibt es nicht mehr. Heißt das, du willst nicht wieder zurück? Nein, 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 nein. Ich will hier bleiben. Mit dir auf unserer Farm. Nina, ich liebe dich. Wir beide werden ein ganz anderes Leben führen als Karin und ich. Ein ganz anderes. Im Leben über Nacht. Alles geändert. Ich habe meine Familie verloren. Deine Familie? Ich war damals mit einer jungen Kollegin verheiratet und wir haben unser erstes Kind erwartet. Sie hatte einen Unfall und dabei sind beide ums Leben gekommen.
Ich dachte, ich könnte nicht weiterleben und in meiner Verzweiflung habe ich mich in den Beruf gestürzt. Deshalb all die Jahre so hart gearbeitet. Ich habe mich durch die Arbeit betäubt. Weißt du, ich habe meinen Beruf immer sehr geliebt, aber irgendwann da hat er alles aufgefressen. Es war einfach kein Platz mehr da für andere Dinge, für Schönheit, für Gefühle, für das Leben. Es hat sich alles geändert, seitdem du mir begegnet bist. Was ist denn das? Auf der Farm brennt es. Annie, du rufst die Feuerwehr und du kommst mit. Oh Gott, du hast recht, komm! Alles okay. Robin! Oh mein Gott! Was ist los mit dir? Ich kümmere mich schon um dich. Ist das Schwein! Haltet die fest! Der will abhauen! Los! Und beeilt euch! Los, die Schnappung aus! Los! Jenny, wir müssen zu einem Arzt. Ich kann ihn hier draußen nicht behandeln. Oh mein Schatz! Holt ihr noch mehr Wasser? Wir gehen schon mal rein! Ja, los, komm! Vorsicht! Haben Sie es verstanden? Und was? Das wo ist der Doktor? Für Sie. Tut mir leid, aber wir haben keine Sprechstunde. Der Doktor ist im Moment nicht hier. Wo ist das Behandlungszimmer? Das ist da drüben. Jenny, machen Sie bitte die Tür auf. Sir, ich darf Sie da nicht... Sie kommen mit und helfen mir. Aber ich darf Sie da nicht reinlassen. Ich bin auch. Bitte machen Sie, was ich Ihnen sage. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Alkohol, bitte. Es ist vorbei. Na, tut's noch weh? Gar nicht mehr. Du bist ein tapferer großer Junge.
Wie geht's ihm? Keine Angst, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, und sein Auge? Das Auge ist nicht verletzt. Es war Gott sei Dank nur das Lid. Wenn der Verband ab ist, dann wird Ruben genauso gut sehen können wie vorher. Danke. Ich muss mich übrigens bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich Sie so falsch eingeschätzt habe. Ich habe Ihnen ja auch allen Anlass dazu gegeben. Mir tut mein Verhalten auch leid. Papi, Papi! Papi! Och, mein Kleiner. Jetzt wird alles wieder gut. Ja, Daddy. Gott sei Dank ist doch nichts passiert. Lucky, Lucky! Du bist aber ein ganz schöner Dickkopf. Muss Lucky wieder weg? Er hat uns wohl deutlich genug gezeigt, wo sein Zuhause ist. Also geht er nicht weg? Das ist schön. Siehst du, er kann hier bleiben. Ich habe den Notar van der Post gebeten, bis Anfang nächster Woche einen neuen Arbeitsvertrag für meinen neuen Vorarbeiter aufzusetzen. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, Jan. Danke. Jan, da gibt es noch etwas. Ihr habt uns hier alle so herzlich aufgenommen, dass ich beschlossen habe, dass Ruben die Farm irgendwann einmal erben wird. Ja! Ja, das ist noch nicht alles. Wir haben auch etwas auf dem Herzen. Ich möchte euch alle schon mal zu einer weiteren kleinen Feier einladen. Unsere Hochzeitsfeier. Oh, und du bist sicher, dass du das willst? Willst du meine Frau werden? Ja. Yes! Ja! Wollen wir Jans Einladung annehmen? Aber natürlich. Als Mann und Frau, meine ich. Ich weiß gar nicht, wie glücklich ich bin. Hast du nie daran gezweifelt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben? Nein, nie. Und du? Ich auch nicht. Madame de Clercq hatte recht. Das Licht Afrikas ist vor Sonnenuntergang am schönsten. Wie war Lucky?